Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge. Ist sogar kein Let's Play, ne? Sondern zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Weil so richtige Let's Plays mache ich eigentlich auch nicht. Aber ich versuche immer so ein bisschen festzuhalten, was hier eigentlich Taco ist. Also vor allen Dingen im Clan Herausforderer im Moment. Erfreuen wir uns da einiger Dinge. Und ich gehe einfach mal live rein. Aber ihr habt es ja schon im Titel gesehen. Ultra, ultra knapper CK und immer gleich zu Anfang so laut. Ultra, ultra knapper CK. Für wen das dann letztendlich gut oder nicht so gut ausging, das sehen wir dann im Laufe des Videos. Aber erstmal einen schönen Angriff hier von Herr Spark auf Ali. Also schöne Blimp. Ich habe die Tage wieder so einen typischen Blimp-Fail hingelegt, indem ich zwar auch bis zum Rathaus gekommen bin, allerdings muss ich ganz klar sagen, habe ich das Rathaus auch immer mit unsichtbar gemacht und habe mich dann immer und wundere mich dann, wieso fällt das Rathaus nicht. Ja? Hat er hier in jedem Fall besser gemacht und ihr seht, wie viel er eigentlich schon hier unten rausbekommen hat. Nur jetzt mit der Blimp, das ist übrigens Rathaus 12 auf Rathaus 12. Ja, so viel sei mal dahingesagt und mit einem, also Blimp, Lalo-Angriff. Hier wird erstmal so ein bisschen außen schon geklärt. Klamburg ist eh schon weg. Die hat er schon mit eliminiert. Sehr schön. Und jetzt geht es hier so ein bisschen erstmal außen mit den Loons rein und dann mit dem Hund in Richtung Luftabwehr. Sieht auch noch sehr, sehr gut aus. Ich meine, das ist auch ist nach wie vor eine Angriffsstrategie. Die muss man sicherlich sehr, sehr lange üben, gerade dieses Setzen der Loons, immer 2-3 Stück pro Defensive, dieses Surgical Setzen, so heißt das, glaube ich, ist sicherlich Übungssache, dass man da nicht zu viel raushaut, dass man da nicht gleich alles raushaut, weil man meint, ah, die schaffen das nicht, aber sehr, sehr späte Wardenzündung. Und dann seht ihr da schon, ist das eigentlich ein Overkill hier. Mit den ganzen Luckys noch im Backend und jetzt ja, lebt auch keine Defensive mehr. Selbst die Helden sind noch am Start. Also die Queen dort full life und auch der King ist noch mit dabei. Kann aber nichts mehr ausrichten. Also schöner Angriff hier von Sparkling gegen Ali. Warum nehme ich das eigentlich auf? Weil der Clankrieg hier, der läuft mir aus, Leute. Der läuft mir ein bisschen aus, weil wir jetzt schon wieder einen Laufenden haben und man kann immer nur zwei Wiederholungen gucken, glaube ich, oder immer nur eine, je nachdem. Im Moment kann ich nur diese Wiederholung gucken. Ich kann also noch nicht mal mehr die Wiederholung vom Clankrieg vorher gucken. Warum das so ist, das müsste Supercell mal fragen, weil die Liga kann ich teilweise noch ultra, ultra lange sehen, denn beim Clan Deutschland Ad, glaube ich, vorm letzten Start konnte ich noch alle Angriffe aus der Liga sehen. Ohne dass da irgendwo was nicht aktiv war oder so. Das wundert mich immer ein bisschen, dass man hier immer nur die letzten zwei oder den letzten Clankrieg quasi als Wiederholung sehen kann, wo es doch in der Liga gezeigt wird, dass es auch anders geht, nämlich 7 Tage lang. Deswegen wundert mich das da dann so ein bisschen, dass es da so Unterschiede gibt. Okay, sie schreiben ja öfter mal, wenn da irgendwo ein Update war oder ein optionales Update oder irgendwo Fehler-Bugfixing da ist, dass die Wiederholungen nicht available sind, also weggehen oder halt nicht mehr verfügbar sind. Und manchmal hat man dann ein etwas kleineres Problem, weil man vielleicht noch einen Stern irgendwo rausholen möchte und kann den Angriff von vorher leider nicht mehr sehen. Das ist immer ein bisschen, wie gesagt, stößt bei mir auf Unverständlichkeit, weil ich nicht technisch weiß, wie das möglich ist, dass das nicht mehr möglich ist. So muss ich es ja mal sagen. Fast war. Schöner Angriff für Steven immer oder sehr, sehr häufig mit den Bats unterwegs, aber im Rathaus 12 und er ist hier Rathaus 13. Aber gerade so ein Starter Rathaus 13 ist das eine tolle Angriffstaktik hier. Das habt ihr bei mir auch schon gesehen. Die geht sowohl mit Luft als auch mit Bodentruppen. Er nutzt Bodentruppen hier und auch immer wieder als Anregung zu sehen für euch, falls ihr mal wieder die Frage stellt: Ah, Toto, kennst du eine gute Angriffsstrategie im Rathaus XX-Bereich? Diese hier, 4 Eisgolems, viele, viele Hexen, ein paar Bowler dahinter und dann ein paar Bats im Backend. So kann man es in jedem Fall machen. Finde ich sehr, sehr gut. Und wir gehen mal ein bisschen höher.
Ja, okay. Ich nehme mal ruhig den Avatar. War ein Dip hier. War ein Dip auf das etwas kleinere Rathaus, also gerade so Rathaus 13. Und weil sie halt noch offen war, auch das ist immer sehr, sehr ärgerlich, wenn eine Base das erste Mal mit 99% belegt wird, dass dann doch noch ein zweiter Mal noch mit drauf muss und muss dann wirklich den letzten Stern herauskratzen. Aber es war tatsächlich wichtig, dass wir diese Sterne bekommen oder bekamen, denn der Gegner, ihr habt das schon am Ergebnis gesehen, war jetzt nicht viel schlechter. Ja, der Gegner war jetzt nicht viel schlechter oder viel besser. Das kann man dann sehen, wie man will. Aber auch hier gelingt mir die Blimp nicht wirklich. Es geht so, sie fliegt viel zu weit. Sie fliegt viel zu weit. Und dann ist es für mich immer sehr, sehr schwer hier zu tippen. Blimp aufmachen, Zauber auswählen, setzen. Ja, das muss ja so, das muss so ultra schnell gehen. Aber Anna, doch, es geht noch. Es geht noch. Okay. Es geht noch gerade so. Also hat noch so halbwegs funktioniert. Kommen natürlich dann andere Truppen unter Umständen auch in den Unsichtbarkeitszauber und fliegen dann erstmal nicht Richtung Rathaus oder Richtung der Defensive, die sie gerade anvisiert haben, aber auch das hier ist am Ende dann leider, was heißt leider, doch ein Overkill gewesen und ihr seht das hier, die Bogenschützen sind immer noch am Leben. Aber okay, war auch nur ein kleines Rathaus, also ein einziger Rathaus, keine Bombe und nichts, was dann die Meute hier aufhält, aber ist sowieso nichts Richtung Rathaus gegangen. Und deswegen, ja, wir brauchten hier wirklich jeden Stern. Ja, er war arm und brauchte jeden. Oder der Clan war arm und brauchte wirklich jeden Stern. Ihr seht das ja schon am Ergebnis 62-62, dass es hier etwas knapper wurde. Ich nehme mal ihn hier, dass wir mal so ein paar Angriffe mehr sehen. Denn sie gehen ja nicht immer über 3 Minuten, sondern dieser hier über 2 Minuten. Und das ist eine Rathaus 14 Base, allerdings auch eine Einser. Und mit den Mauerstücken da oben noch nicht ganz fertig gebaut. Okay, sollte man auf jeden Fall machen. Also ich sehe immer zu, dass ich es auf jeden Fall nicht vergesse, wenn ich ein Rathaus appe, dass ich dann auch mein Kriegsdorf, also mein Dorf für den Clankrieg dementsprechend anpasse, mir ein neues baue, mir ein neues kopiere, was auch immer. Hauptsache, ich habe ein neues da stehen und nicht irgendwo so Mauern reingeklatscht und dann ist das meine Base. Ja? Das wollte ich in jedem Fall, will ich das immer vermeiden und hat bisher auch funktioniert. Ich habe mal ist schon ein bisschen länger her, da habe ich es auch versäumt. Ich glaube, vom 10er auf den 11er und hatte die ganze Zeit noch eine 10er CK-Base drin, weil ich halt noch keine neue ausgebildet oder ausgebaut hatte. Ist mir dann auch erst später aufgefallen, weil ich immer gedacht habe, wieso werde ich immer gedreiert? Irgendwann fällt es einem natürlich auf und dann, aha, hast du noch die alte Base drin. Okay. Hast du noch die alte Base drin? Ja, im Moment kommt ein bisschen weniger Leute. Ab seit 8. April gilt hier in NRW zumindest die Corona-Schutzverordnung 0. Also es gibt ja nichts mehr, was dem Ganzen aufhält. Und deswegen bin ich nicht mehr so häufig im Homeoffice und bin dann auch häufiger mal unterwegs. Und für mich heißt unterwegs sein immer, dass ich, wenn ich einen 8 oder 10 Stunden Arbeitstag habe, auch gleich 12 Stunden weg bin, weil ich auch eine Stunde Hin- und eine Stunde Rückfahrt habe. Deswegen ist das dann auch, sind das lange Tage und dann setze ich mich nicht jeden Abend noch hin und nehme etwas auf, weil ich dann selber auch aktiv werden muss. Zum Beispiel gestern im Livestream oder aber auch davor es dann nicht mehr wirklich schaffe, noch was aufzunehmen. Und deswegen ist es im Moment sehr, sehr dünn. Hab da mal, obwohl diese Woche habt ihr vielleicht 3 Videos. Ich muss mal gucken, ob ich nicht gleich sitzen bleibe und noch eins für morgen aufnehme. Aber morgen sind wir auch schon wieder in den Livestreams mit dabei, denke ich mal. Wenn alles immer mit der Prämisse, wenn alles gut geht. Ja, auch da gibt es immer ab und zu mal Änderungen. So, entschuldigt bitte. Gibt es ab und zu mal Änderungen und deswegen ist es am einfachsten, den Discord zu joinen. Da schreibe ich dann, wenn ich nicht komme. Also, wenn ich nicht online komme. Und oder verspätet. Gestern bin ich auch ein bisschen verspätet reingekommen, aber da wollte ich auch nicht schreiben. Ich komme gerade mal 5 Minuten später. Es ist dann auch hin. Hauptsache, wir halten uns an die Rituale und machen den Mon-Clash, Mid-Clash und Frei-Clash in jedem Fall. Aber so einen Donnerstag-Clash, den gibt es dann höchstens, wenn ich ultra Bock habe und mir wirklich abends zu langweilig ist, dass ich dann mit euch auch Clash of Clans spielen kann und muss dann nicht alleine vor meinem Tablet umhängen. Denn im Moment spiele ich auch nur mit dem Thorsten und mit dem Avatar hier selber die Clankriege mit im Clan Free-to-Play.
nach wie vor nach der Liga. Nichts los dort, also viel zu wenig. Es sind, glaube ich, nur 8 Leute dort grün und davon sind 5 meine Accounts. Da habe ich dann auch keine Lust, Clankrieg zu spielen. Da kann ich auch gleich mit mir selber spielen. Ja, deswegen habe ich da noch nicht gestartet. Also falls mal jemand fragt, Toto, warum spielen wir in Clan Free-to-Play nicht mehr Clankrieg? Doch, machen wir. Müssen halt nur mehr sein, weil 8 Leute sind zu wenig für 10 und eine 5er wollte ich nicht wirklich noch spielen. Ich mag keine 5er Clankriege. Wir haben die Tage mal eingespielt, ja, aber war jetzt auch nicht so dolle. Haben wir gewonnen. Aber okay, der Billy hier mit einem schönen E-Titan-Smash, so würde ich das mal benennen. E-Titan nehme ich auch im Moment in der Legende Only. Ich switche im Moment nicht meine Truppe dort, denn ich habe ja auch Ziele. Tatsächlich, Toto hat Legendenziele, glaubt man gar nicht. Hat gestern auch einer im Livestream gesagt, vor 8 Wochen hat Toto die Legende noch als doof bezeichnet und als blöd und brauche ich nicht und mache ich nicht. Und jetzt plötzlich habe ich Pläne. Ja, so schnell kann es kommen. So schnell kann es kommen. Okay, aber hier haben wir auch wieder das typische kleinere Problem, aber hier geht es noch gerade so, weil die Queen hier noch mit dabei ist. Dieses leidige Problem E-Titanen und Mauern. Ne? E-Titanen machen wenig Schaden auf Mauern und wenig Schaden auch an Helden. Ich hatte, glaube ich, in einem Video schon mal gefragt, nehmt man lieber einen zweiten Sprung mit oder nochmal Erdbebenzauber, um sich vielleicht noch so ein Compartment hier aufzumachen. Ist immer schwierig zu sagen. Aber wenn die sich durch die dicken Mauern quälen müssen und sind, ich meine, hier sind es ja noch ein paar, ne? Hier sind es ja noch ganz klar ein paar, dann geht es noch. Aber wenn es dann nur eine ist oder so, dann brauchst du nicht drauf warten, dann kannst du den Kampf abbrechen, weil in der Regel hast du dann Timefail, weil die es nicht schaffen, durch die Mauer zu kommen. Aber okay, hier oben wird das Eis schon dünner und ihr seht es hier, wir haben sogar eine Base offen gelassen, Leute. Das war mein Bock, das war ganz klar mein Bock, also das nehme ich mal wieder in meine Tasche, denn ich habe als zweiten Angriff, ich glaube die Nummer 8 angegriffen, ja, ne, die Nummer 8, Nummer 7, Nummer 9, Nummer 10 angegriffen, als zweiten Angriff, glaube ich, oder war es Nummer 11? Irgendwo habe ich meinen zweiten Angriff noch gesetzt, mit etwas mehr Prozente, weil ich gedacht habe, ich hätte schon angegriffen. Ich habe noch nicht angegriffen und hätte noch 2 Angriffe. Deswegen ist das Ding hier echt offen geblieben. Und das wäre natürlich hier einen Stern noch da rauszuholen. Wäre jetzt, glaube ich, einfacher gewesen, als eine andere Base zu dreiern. Aber ich hatte schon einen Angriff am Vorabend gemacht und habe da gar nicht mehr dran gedacht, weil ich auch so selten mache, dass ich am ersten Abend sofort einen Hit setze. So nach einer Stunde oder so. Und habe ich aber gemacht. Und deswegen, als ich dann den Angriff vergeigt hatte, weil ich keine 3 Sterne geschafft habe, habe ich gedacht, naja, dann machst du jetzt gleich die andere Base, wo ja noch der eine Stern offen ist. Und dann sehe ich, dass die nicht mehr offen ist. Da sehe ich, dass die nicht mehr offen ist. Und habe gedacht, OMG, das kostet uns jetzt sicherlich den Sieg. Denn der Gegner hatte auch noch einige Attacken offen. Und das nicht im unteren Bereich, sondern auch im, ich sag mal, so mittleren, oberen Bereich. Und holte hier auch einen Stern nach dem nächsten raus. Was sehr, sehr ärgerlich war. Weil es sah bis kurz vorm Schluss sogar so aus, als wenn die gar nicht alle Angriffe machen. Das kam noch dazu, als wenn die so ein paar Angriffe verpennen vielleicht. Das kommt bei uns ja auch ab und zu mal öfter vor. Die Betonung liegt auch öfter. Ich weiß gar nicht, warum das bei uns so exorbitant ist, dass immer Leute ihre Angriffe innerhalb von 24 Stunden vergessen. Und haben einen vor allen Dingen gemacht. Ja, haben einen gemacht. Das ist immer schwierig. Und wenn einem dann das den Clankrieg kostet, dann ist das noch ärgerlicher, weil du genau weißt, das sind dann unter Umständen Leute, die holen, na, ich sag mal, wenn es drauf ankommt, immer den zweiten Stern noch mit raus. Wenn nicht sogar noch einen Stern mehr. Aber Proxima habt ihr hier schon gesehen. 1 auf oder 2 auf 1 hier mit einem schönen. War es ein Blizzard? Nee, war auf jeden Fall eine Blimp mit Bogenschützin und Magier. Und dann mit einem Lalopard hinterher, wenn man es kann. Ich kann es nicht. Vielleicht sollte ich es mal üben, Leute, oder? Vielleicht sollte ich es mal üben. Legende, Queen Charge Lalo oder hier Blimp Lalo. Da muss aber auch fürchterlich gut, meine Blimps immer gut fliegen, sodass ich wenigstens den einen Stern immer mit wenigstens reinrette und den zweiten Stern vielleicht dann mit Prozente mache.
Mal gucken, vielleicht machen wir es mal am Wochenende. Aber ich habe erstmal andere Pläne, tatsächlich. Ich habe erstmal andere Pläne. Denn und da spielt mir das dann nicht wirklich rein, dass ich dann wieder anfange, Lalo zu üben und dann ein Fehl nach dem nächsten hinlege, weißt du, und mich dann ärgere, warum ich nicht andere Angriffsstrategien nehme und muss unbedingt Lalo in Legende üben. Ich meine, bietet sich natürlich an, ja, das Ganze hier zu üben oder von mir aus auch auf Freundschaftsangriffe dann. Denn wir sind hier doch im Moment sehr, sehr rege aktiv, auch in den Abendstunden. Ist nicht selten, dass wir hier mal zweistellig tatsächlich sind, online, also dann so 10 von oder 11 von X. Und das ist natürlich echt cool und dann wird ja auch geübt wie irre. Aber dennoch hat es mich ein bisschen geärgert, dass ich den zweiten Hit da nicht gesetzt habe, auf die Base, denn es hat ja gar keiner mehr hier drauf angegriffen. Aber dennoch kann ich euch sagen, ging der Klankrieg an uns mit sage und schreibe 0,12% mehr. Also ja, ultra, ultra knapp und mit verpassten Angriffen, also War Result, mit mal wieder verpassten Angriffen. Und ihr seht das, das sind Leute, die holen eigentlich den zweiten Stern hier raus. Allen jetzt nicht mehr und Verdan da unten auch nicht, aber die hätten auch eher angreifen können, sodass wir ja unter Umständen nicht so hart hätten dippen müssen. Aber hätte, hätte Fahrradschlauch. Ich wollte es für euch auf jeden Fall festhalten. Ah, 0,1% so eng, aber wir haben es gepackt und der Gegner hat aber, glaube ich, auch nicht alle Angriffe gemacht. Ne? Ich guck mal gerade, da hätte es noch eingegeben. Das wäre ein 15er gewesen. Ja, guck, der hätte auch noch irgendwo bei uns, irgendwo, ganz egal wo. Ich hätte fast gesagt, hier bei Nachtschatten oder bei ihn hier, beim Unantastbar. Danke übrigens für den CK, den du hier mitgespielt hast. Fand ich sehr, sehr gut. 1 CK angesagt, 1 CK mitgemacht, dann wieder gegangen. Alles in Friede, Freude. Ich wollte gerade sagen, Eierkuchen. Nein, alles in freundschaftlicher Gestik und da hätte man locker hier 64% locker dieses 0,12% noch rausholen können. Einfach nur Glück gehabt, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so ultra knappe, denke ich mal, CK schon hatte, aber ich denke mal schon, das hat man irgendwann mal in seinem Clash of Clans Leben und hier wird es jetzt gerade um mich rum immer dunkler. Ich habe gar kein Licht an heute, aber eben war es noch ein bisschen heller, auch draußen. Jetzt wird es hier gerade wieder ein bisschen bedeckter. Ich hoffe, hier wird es nicht so bedeckt. Ich habe mal wieder Standard-Equipment hier aufgelegt. Das heißt also die Original-Clash of Clans-Szenerie. Denn von der letzten Szenerie kann ich euch sagen, weil ich immer so ein ganz kleines bisschen mit Musik höre, konnte ich diese Dudelei von der Painter-Szenerie. Ich konnte es nicht mehr hören, Leute. Echt, es ging mir sowas von auf dem Pinsel, die Mucke, und ich habe immer ein ganz kleines bisschen an. Ja, ihr seht das, so ein ganz kleines bisschen habe ich die Musik immer an und nicht nur die Soundeffekte. Und habe mal wieder original equipped hier, also original Clash of Clans, von der Stange, von der Pike auf, weil habt ihr euch die gekauft? Die ist wirklich schön, ne? Und die hat auch schöne Musik. Das kommt noch dazu, aber wenn, dann würde ich auch eher das Bundle kaufen und nicht nur die Drachentrophäe selber, sondern würde dann eher das Bundle kaufen. Habt ihr euch das gekauft? Ich habe es ja, glaube ich, schon gesehen, dass es sich ja mal jemand gekauft hat, aber ob es sich wirklich lohnt, ist ja kein Pay-to-Win, ne? Ist nur schick sein und eigentlich möchte ich alles von dieser Mittelalter-Szene oder Trilogie oder was es auch immer sein mag, haben, also nicht nur die Skins der Helden, sondern dann passt es natürlich auch, wenn man das Umfeld dazu hat. Aber ich kann mich noch nicht, habe mich noch immer noch nicht entschieden. Und wenn ich dann kaufe, dann gibt es hier natürlich auch bei mir immer einen Creator-Code, den ich hier eintrage. Das ist der Nups. Und deswegen lasse ich den schon mal drin stehen, falls es denn doch so weit kommt. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst meinen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, das geht hier unten immer irgendwo. Und am Ball bleiben. Wir sind morgen wieder live oder ich bin morgen wieder live für euch dabei. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit, Leute. Euer Toto. Clasht!